Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Asreiter und ihr schaut Oxygen Not Included in Folge Nummer, ich glaube 8 war es. Und ja, der Leuchtkäfer, der ist derjenige, der hier unten eigentlich durch sollte. Das hat er letztes Mal schon nicht gemacht und wir werden mal gucken, dass er es diesmal macht. Und dann müssen wir uns ein bisschen ums Essen kümmern und schauen wir mal weiter, ne? Ja, Mordrak war das, glaube ich, ne, der es geschrieben hatte, ne, dass wir uns hier mit dem Dingens hier eher beschäftigen, Holz, mit dem Mehlholz, weil das kein Licht braucht und diese hier, die Dornblüten, die brauchen natürlich Licht, müssen wir mal gucken. Ich sag mal, nach dem Intro geht's weiter, bis gleich. So, da sind wir jetzt wieder und lassen wir es mal laufen. Der Leuchtkäfer ist leider immer noch nicht dahin gegangen. Wir hatten letztes Mal hier das ausgewählt und wollten dann... Ne, das wollen wir nicht machen. Schnell zurück. Ich will das nicht. Gelber Alarm. Braucht keinen gelben Alarm. Shit. Oh, jetzt hat er schon gebaut. Ja. Das ist falsch gelaufen wieder, ne? Vielleicht sollten wir mal hier drunten weiter freigraben, weil ich glaube, wenn der da auch durch sein sollte, dann ist es besser, wenn da mehr Platz ist, sonst geht er gleich wieder da durch, oder? Gut, aber das kriegen wir schon noch hin. Ja, wollen wir hoffen, ne? Ja, wenn er denn da mal durchfliegt, ne? Das ist die Frage. Wann macht er das? Gut, die räumen jetzt alle auf, oder wie sehe ich das? Könnte wohl sein, ne? Was ist denn jetzt hier? Okay, er wird von oben abbauen, auch sehr interessant. Jetzt schubst mal einer den Käfer da durch. Irgendwie kriegen wir den auch nicht dahin, ne? Hm, zähle ich das mal da. Und baut das mal fertig da. Ja, jetzt wandert er sogar noch weiter nach vorne, ne? Echt Hammer, oder? Da müssten wir die Prio mal für Batterie erhöhen, glaube ich. Und zur reinen Sauerstoffproduktion, lange Arbeitswege, Attributserhöhung. Wer hat denn Attributserhöhung gekriegt? Stinky. Dann müssen wir mal kurz gucken. Ne, Fertigkarten ist ja auch keiner frei, ne? Ne. Da sind wir so noch nicht so weit. Attributserhöhung ist was anderes. Gut, ja, jetzt ist eigentlich hier zu zerlegen, ne? Ja, jetzt haben wir das natürlich mit der Prio falsch gemacht. Ne, Prio erst auf 9 und dann machen wir da weg und da weg. Und dann gucken wir, wie es dann klappt. Vielleicht klappt es ja dann. Die Maschine setze ich mal jetzt auf 4. Vielleicht wird das dann noch was. So, da wird das freigemacht und ich hoffe dann... So, jetzt müssen wir nur das machen. Ziegel wieder hinbauen, aber auf Stufe 1 setzen wir das. Gut, jetzt räumen sie alle hier auf, auch sehr schön. Wie sieht es denn mit unserem Dekor aus? Ja, wenn schon kein Müll ist, dann geht's schon mal, ne? Ah, jetzt gibt es hier eine Erhöhung. Stinky ist dann doch hochgekommen. Fortschrittliche Forschung. Forschung. Maschinenathletik, Wissenschaft. Stärke. Arzt. Bergbau. Ist er denn hier Forschung mit der Kappe? Nee, ne, oder? Und das ist die Tragfähigkeit, die verbesserte. Komm, wir brauchen die fortschrittliche Forschung, glaube ich, um die andere Maschine auch bedienen zu können, ne? So soll es sein. Er fliegt immer noch nicht hier durch die Gegend. Ja, das mit der Pumpe ist auch ein bisschen doof, ne? Wenn die einen tiefer sitzen würde, ne, dann würde das besser sein. Haben wir das jetzt höher gestellt? Ja. Macht aber gerade keiner was. Ah, er ist schon ziemlich nah am Dingens, aber ist wieder weggeflogen, der Held. Das ist doof. Naja, ist halt so. Hier erntet keiner, ne? Wie hoch ist denn die Prio? 5. Wir machen die Prio hier mal auf 6. Und hier auch.
Komm, jetzt fliegt er mal durch, dass wir das zumachen können. Naja, das wird wohl nix. Können wir hier hinten eine Tür machen. Ist an der Stelle, ne? Ziemlich doof da. So, wie sieht's sonst so aus? Überall können sie noch wegräumen, ja. Der Container ist voll. Der auch. Und der ist fast voll. Die sind alle gleich. Und der? Der hat nur Tiereier, okay. Wenn der jetzt gleich voll ist, dann müssen wir da mal Prio setzen. Okay, da wird geerntet jetzt. Das ist gut so. Und er müsste jetzt mal da durchfliegen, ne? Wahrscheinlich fliegt er jetzt hier runter und da wieder hoch dann. Mal gucken. Er ist ja jetzt schon ein bisschen näher hier hingekommen. Mehlholz hat's geklappt. Was haben wir denn hier drin? 10 Kilo gelagert. Ja, fliegt leider nicht darunter gerade. Für die Forschung wurde was bereitgestellt. So. Jetzt fliege ich im nächsten Schritt bitte nach unten. Nein, er fliegt wieder hoch. Ist das doof. Und jetzt fliegt er noch höher. Wieder erledigt, ne? Hier kommen sie gar nicht hin, weil das Loch zu groß ist. Mann, doof. Richtig doof. Die Forschung ist gleich fertig. Ja, schade. Strom ist wieder alle. Hier wird erstmal so ein leckerer Müsli-Riegel gegessen oder was es auch immer war. Okay, jetzt ist er hier. Toilettengang noch einer. Komm, jetzt fliegt da unten mal durch, ey. Diese Leuchtnymphe, ne? Die geht mir so auf. Ja, noch ein bisschen näher. Jetzt flieg mal durch und um die Ecke. Nö, wieder weg. Da wird getrunken. Ellie ist sehr glücklich am Pausieren. Und Ren hat auch was getrunken. War auch sehr glücklich damit. Bericht für Zyklus 13 bereit. Naja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt, ne? Wird jetzt nix. Leuchtlymphe läuft da nicht durch oder fliegt da nicht durch. Stinky forscht jetzt oder wie geht's? Kann ja nicht sein, weil Stinky keinen Strom hat. Ah, Forschung beendet. Gut, gucken wir da mal schnell rein. Ich würde jetzt tendenziell hierhin forschen. Haben wir auch schon ein bisschen drin, sozusagen. Dann lass uns da mal weiter forschen gerade. Der Ziegel, auf den wir warten. Ich zerlege den da auch nochmal. Kann auch eine höhere Prio haben zum Zerlegen, ne? Lüftung haben wir fertig gekriegt, sehr gut. Gasleitung, Gasbrücke, Gaspumpe und Gasabzug. Gut. So, jetzt müssen wir den Ziegel da aber noch setzen. Und dann müssen wir hoffen, dass das so klappt, wie wir uns das vorstellen, ne? Jetzt fliegt er durch, ey. Wieder nicht. Er forscht schon. Zack, zack, und da hast du gesehen, wollte er nicht durch, ne? Ja, noch einen da machen ist, denke ich, nicht das Ideale. Unerreichbar. Da unten wird Wasser geholt, sehr gut.
Wir warten auf die Leuchtnymphe, ne? Forschungsstation fehlt, ja, aber das kann man ja auch das andere forschen. Jetzt ist die Leuchtnymphe schon da drinne. Und, kriegen wir es jetzt hin? Nein, sie fliegt wieder hoch, ey, ah. Oh. Forschung abgeschlossen, können wir beenden. Lange Arbeitswege sind jetzt auch schon bekannt. Ja, ist jetzt egal. Hier, Ellie forscht jetzt als nächstes. Batterie ist voll, auch gut. Ja. Toilette ist verstopft, das ist schlecht. Prio höher, das war, was Mordrak geschrieben hatte, ne? Ich mach das mal auf 7 hier. Nymphe, komm, flieg da mal durch. Klappt nicht so, wie wir uns das vorstellen gerade, ne? Wird gegessen und wird jetzt durchgeflogen, hoffe ich. Nö, leider nicht. Nee, das wird heute nichts mehr mit der Nymphe. Toilette wird freigemacht, Strom wird geliefert oder produziert. Hier stehen noch Lagerwälder für Metallerz. Landwirtschaft. Filtermaterial. Ach so, der ist fertig. Das heißt, wir können das mal gerade... Einstellung übertragen auf den. Der ist doch voll, ne? Nein, nicht ganz, aber ist besser. Leuchtnymphe immer noch nicht an passender Stelle. Traurig. Wie geht's hier weiter? Auch noch nicht so wirklich. Guck mal hier unten, wie viele Leuchtnymphen hier sind. Ist das Prio 1? Ne, 5 sogar. Wird nicht gemacht. Warum nicht? Keine Ahnung. Jetzt fliegt er mal durch. Nein, wird auch nicht durchgeflogen. Toiletten, ist da eigentlich schon mal... Ja, es ist hier schon was weggemacht worden, okay. Ja, ich glaube, das hier müssen wir jetzt ändern. Dann müssen wir das jetzt wegmachen, damit das, wenn er gebaut wird. Jetzt haben wir ein Problem. Kupfererz wurde aufgenommen, okay. Ja, Forschungsstation wird jetzt langsam gebaut. Es wird da geholt. Erde. Wird noch mehr Erde geholt. Beide kalte Füße gekriegt. Leuchtnymphe springt überall rum. Zerlege ich hier nochmal. Jetzt nehme ich noch einen Ziegel und baue den da wieder hin. Und der Ziegel hat 1, passt. So. Forschung ist zu Gange. Wasser drinne, sehr gut. Vielleicht sollten wir hier mal einen Blumenkügel hinsetzen, haben wir auch noch nicht gemacht, ne? So, jetzt aber. Ach, knapp vorher. Manchmal kommt es mir so vor, als ob ich, wenn ich das hier Bau abbrechen mache, dass er dann da durchfliegt. Weil da dieses Weiße ist und das... Ja, guck mal, sieht so aus, als ob es jetzt geht gleich, ne? So, jetzt mal zügig. Jetzt mal zügig. Gelben Alarm. Gelben Alarm. Gelben Alarm. Gelben Alarm und... Gelben Alarm. Der ist weg. Der ist auch weg. Und nur noch die 3. Wenn sich da jetzt keiner beeilt, dann kommt gleich wieder die Leuchtlymphe hoch, ne? Okay. Ich habe gedacht, das wird diese Folge gar nichts mehr. Gelber Alarm ist weg. Und da ist es da und dieses hier Pflänzlein wächst gerade. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das hier so ein bisschen so gestalten, dass das dann auch passend ist.
Die Pumpe, wie gesagt, die müsste eigentlich tiefer, ne? Ich mache die jetzt auch tiefer. Die zerlegen wir. Zerlegen 9. Und die Pumpe ist natürlich bei Sanitär. Da. Und die soll dann dahin. Die müsste da auch noch funktionieren, oder? Okay. Wieso ist jetzt gelber Alarm überall immer an? Pumpe muss schnell fertig werden. So, nochmal die Ziegel genommen. Und die können da zugemacht werden dann. Was ist das jetzt für eine Stufe 1? Ne, das machen wir jetzt mal auf 6, damit das fertig wird. Haben wir denn schon sowas wie Dekoration? Nein, ne? Was ist mit Veredelung? Steinbrecher, Brennofen. Medizin. Sauerstoff, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir da Wasser nehmen können. Das Problem hatten wir ja schon mal, ne? Oder? Jetzt kommt Licht hier dran, ne? Und wird wachsen. Hier haben wir den Ding ins Hutch dran, ne? Okay, Essen wird abgebaut. Pumpt manuell Flüssigkeit zum Transport in Flaschen. Okay. Steht jetzt nicht, dass das nicht funktioniert, ne? So, jetzt können wir hier graben. So, 5, gut. Okay, da ist eine Arbeitszeit geändert. Läuft, ne? Lindsay war jetzt immer so ein bisschen farbige Balken runter. Keine Ahnung, weil Sauerstoffmangel oder was. Wahrscheinlich. Oh, hier haben wir keinen Strom. Dann kümmern wir uns gerade ums Kabel. Das muss noch gehen. Supercomputer, Stinky, Supercomputer, Kabel. Rio 7. Okay, da hat sich einer einen leckeren Riegel geholt zum Essen. Wie viel Kilo haben wir? 6. 5000 sind es nur noch hier, das ist nicht so dolle. Rennen, guck da schön zu. Supercomputer kann jetzt laufen, wenn denn Strom produziert wird. Okay. Hier fehlen uns die Dingens. Die Rohstoffe in dem Sinne. Haben wir irgendwo welche? Sieht nicht so aus. Dem klauen wir sowieso nachher den Dingens. Wie heißt es? Den Platz. Es wird gepennt, ja. Gut, aber ich würde auch sagen, wir machen erst eine Folge hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.